Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Pein mit eurem Bobers. Tja, und alle Dörfer oder besser gesagt alle Fraktionen sind uns feindselig gesonnen jetzt. Und wir sollen diese Halbinsel finden. So, deswegen schaue ich jetzt mal ganz kurz auf die Karte, ob ich denn da irgendetwas sehe. Ha, da oben ist es. Okay, alles klar. Deswegen würde ich sagen, wir können doch irgendwo springen, oder? Nee. Wir können nicht wirklich springen. Doch, dass das alle feindselig sind, können wir natürlich nirgends mehr hinspringen, ne? Das ist jetzt natürlich doof. Wir können nach Hause springen, aber sehr viel bringt es auch nicht. Da könnten wir hin. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, dass wir da gleich einmal einen Satz machen. Dann wären wir zumindest schon mal hier weg. So. Wie gesagt, alle sind feindselig. Feindselig. Und wir müssen in diese Richtung hier. Da geht's runter. Wir sind jetzt bei dem Tampas Haus. Oh, interagieren. Achso, die Kerze. Mal wieder die Kerze angemacht. Alles klar. Wir können ja mal ganz kurz nach innen gucken. Ob die uns auch irgendwas erzählen. Nö. Aber die erzählen uns gerade im Moment gar nichts. Die behalten alles für sich. Na gut, wir begeben uns halt jetzt einfach mal auf den Weg dorthin. Ich denke mal, dass wir uns das ein oder andere vor... Oh, wir sollten was essen. Dass wir wieder energized sind, weil sonst können wir nämlich nicht rennen allzu lange. Gut. So, gleich wieder Fettpflanzen aufsammeln. So, wenn uns jetzt alle feindlich gesonnen sind, dann ist das natürlich jetzt nicht unbedingt die angenehmste Reise, die wir haben. Da drüben sind Krocker. Und die Musik ist so friedlich, ne? Da kann man noch was sammeln. Ein bisschen an Garant. Von welcher Fraktion ist das jetzt, würde mich interessieren. Und können wir die beeinflussen? Das sind die Gagaridok. Oh Mann, alle sind feindselig. Okay, die Gigariku, die sind... nein, nichts hergeben. Nicht an diese Hühner. Da kann ich runter, oder? Ja. Oh, Schlüsselgraphit. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir den jemals wieder brauchen werden, aber... Weil ich glaube, wir haben noch zwei Schlüssel, oder? Wie viel haben wir? Drei Schlüssel. Drei Schlüssel haben wir sogar noch. Zahnstein. Wir müssen eher nach rechts rüber. Ich guck halt mal, ob ich irgendwie auf einem regulären Weg hinkomme, aber ich glaube es nicht. Von daher gehen wir halt einfach mal übers Wasser. Ja, ja, ja. Ich will jetzt gar nicht immer so großartig jagen oder sowas. Ich möchte jetzt eigentlich direkt auf zu dieser Insel hin. Und vielleicht das ein oder andere so einsammeln, was wir finden. Zum Beispiel solche Sachen, die wir sonst nie so viel finden. Also wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg, denke ich. Marholz. Oh, die Sputter. Es ist, ja, ja. Ja, ihr. Weil ich euch jetzt das Holz weggenommen habe, oder was? Ah, warte mal, Zahnstein. Ich denke, das ist ganz gut. Ja, was wollt ihr von mir? Geht weg! Ich will einfach nur zu dieser Insel. Oh, was haben wir denn da? Aha. Okay, da geht's rein zu denen. Mit denen ihr Dörflein. Aber wir laufen da jetzt einfach mal schnurstracks dran vorbei.
Juhu! Warum lang rumtrödeln, ne? Wir könnten ja direkt hingehen und fertig. Ah, da erwarten uns schon die Stromspringer. Ja, ja. Ich will von euch auch nichts. Hey, weg! Strom und Wasser ist nicht gut. Fernwald, New Area Discovered. Ja? Komm ich da hoch? Was ist das? Winziger Geheimschlüssel erforderlich. Okay. Den haben wir natürlich nicht. Warte mal. Baum mit Wurzeln? Ist da drüben vielleicht irgendwas? Hups. Jetzt werde ich natürlich hellhörig, ne? Bei Bäumen mit Wurzeln. So, aber schauen wir erst mal, was da ist. Da ist nix. Da ist Schlüsselgrafit. Ich muss jetzt natürlich die Bäume hier angucken, ne? Das ist klar. Weil wenn in einem so einem Ding irgendwas drin ist, dann könnte es sein, dass in dem anderen auch noch was drin ist. Da jedenfalls nicht. Da unten irgendwas? Nein. Da ist nochmal Schlüsselgrafit. Immer mitnehmen. Das kostet keinen Platz. So. Irgendwas scheint es mit dieser Insel auf sich zu haben. Ich meine, wir sind doch da jetzt, oder? Findet die Halbinsel. Ach, oder müssen wir da noch... Okay. Wir sind auf jeden Fall in der Nähe von diesem Symbol. Das hier ist der Ort von der Inschrift. Ich frage mich, was so Besonderes daran ist. Ich habe keine Ahnung. Aber hier hat es wieder irgendwas mit Strom. Ja. Ups. Ah, okay, da hinten ist ein, ist eine Blockade quasi. Da müssen wir irgendwie den Schlüssel finden. Den Steckerling. Aber der ist ja meistens irgendwie in der Nähe. Schauen wir mal auf der anderen Seite noch nach. Schnelltransport-Kit. Cool, danke. Wer das hier gebaut hat, wusste anscheinend, wie man Kreaturen zähmt. Das wäre jetzt hilfreich gewesen. Okay. Da suche ich den Türmechanismus. Machen wir ja gerade. Dieses Symbol, ich habe es schon mal in der Dünen-Observatorium gesehen. Vielleicht ist hier etwas versteckt. Ah, der Ballon. Moment. Einsatz nicht möglich. Wo ist der Einsatz möglich? Ich habe jetzt nur nirgends dieses Einsatz möglich stehen.
Warte mal, da war doch dieser. Weil das ist einfach nur eine Sackgasse. Eventuell hier? Nee. Geht nicht, oder? Im Einsatz? Eins, zwei. Eins, zwei. Moment, nochmal drauf. Obwohl, kann ich das Ding auch da lassen? Da geht's dort. Warte mal, ich möchte erst mal hier hin. Da möchte ich hin. Ich setze mal ein Zeichen, bitte. Danke. Und ich möchte dahin. Okay, also. Das. Die sind ja gleich nebeneinander. Okay, also das. War das die 1 oder war das die 2? Das war die 2. Kann das sein, dass dann da unten die der Schlüssel ist? Schauen wir halt mal nach, was da unten ist. Ist das Wasser? Na ja, gut, ich habe das Symbol dahin gesetzt, ne? Das heißt gar nichts. Das kann ja auch oben sein. Winziger Geheimschlüssel. Als ob, oder? Ich möchte da oben auch nochmal schauen. Da geht es anscheinend rum um den Berg. Kann ich den Ballon auch so wieder einsammeln? Nee. Den kann ich nicht einsammeln. Den muss ich irgendwie wieder mir holen. Okay. Dann Sekunde. Dann gehen wir nochmal darüber. Holen uns dann quasi mit dem kleinen Schlüssel das Ding hier. Okay. Also das da haben wir schon mal. Ja, ich komme da nicht hoch. Ich muss da entlang. Und es werde Nacht. Oh, Moment. Ah, Moment. Ich muss das erste Mal wegstecken, dass ich meinen Ballon wieder einsammeln kann. Gut. Nicht im Einsatz. So. Und das war diese eine Sperre wahrscheinlich. Aber nicht auf der Seite, sondern auf der anderen. Aber Tiere zähmen. Okay. Das hier läuft jetzt. Okay, das macht hier den Strom hier rüberwärts. So, jetzt sind wir ganz oben und jetzt? Super. Warte mal, ich möchte auf der Karte
diese zwei Dinger wieder wegmachen. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas. Also das hat irgendwas mit dem Eingang hier zu tun. Ja, super. Jetzt hier. Brauche ich da so einen Stromschnapper oder was? Da so ein. Puh. Okay, jetzt ist natürlich echt die Frage, ne? Das Zeichen haben wir ja schon gesehen. Wenn ich das jetzt wieder steigen lasse. Das zeigt mir jetzt halt eigentlich bloß wieder. Den Umkreis halt hier an. Ach, da ist gar nichts. Okay. Boah. Untersuche den Türmechanismus. Wir sind doch da. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das Ding muss anscheinend irgendwie weg, dass man in diese Höhle reinkommt. So, wir haben das Ding da unten aktiviert. Das hier scheint mir eine gewöhnliche Hohlberglaterne zu sein. Der angefügte Mechanismus dagegen ist komplexer. Wer auch immer hier gelebt hat, sie haben es jedenfalls gut geschützt. Anscheinend werden zumindest zwei Äußerfunde für den Schließmechanismus verwendet. Ich sollte einen dritten finden und auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Was ist, wenn dieser Mechanismus einen sicheren Platz zum Leben verbirgt? Dieser Ort scheint verlassen und isoliert zu sein. Okay, bitte die Tambas um Zugang zur dritten Gruft. Entschuldigung, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich nochmal. Schnellreise-Kit-mäßig zu den Tambas. Kann ich da nicht hinreisen? Ah, doch. Jetzt hat's geklappt. Also, Tambas, was sagt ihr? Halt, laufen wir wieder hinten rum. Nimm die Tür direkt. Ah, perfektes Timing. Es gibt ein paar neue Entwicklungen, die wir besprechen müssen. Die Spezies auf Albemarle befürchten, dass du diese Gegenstände aus den Gruften holst. Du hättest sie nicht anfassen sollen. Aber ich will doch niemanden Schaden zufügen, sondern nur die anderen zu Hause überzeugen. Naja, wir wissen das schon. Zum Glück für dich wissen wir auch, wo sich der letzte Schlüssel befindet. Aber die Antwort wird dir gar nicht gefallen. Die Spezies haben ihn dem Kariblin-Weißen anvertraut, den du bereits getroffen hast. Er hat geschworen, ihn zu beschützen. Aber ist Brenier nicht ein Freund? Ich werde ihm doch bestimmt erklären können, dass ich ihn brauche, um die Höhle im Norden zu öffnen, oder? Na, das werden wir dann schon sehen. Er verschwand nach dem Erdrutsch, aber es könnte sein, dass er ein Lager aufgeschlagen hat in der Nähe des Dorfes Hohlsturz am Bergrücken. Ich schau mal, ob ich ihn finden kann. Oh, bevor wir das noch vergessen, einige Fechsel haben noch einen Mensch gefunden, der plötzlich im Keilwald umherstreift. Was? Wer? Woher sollen wir das wissen? Sie gehören doch zu deiner Art. Geh und such sie. Okay. Okay, Moment. Karte?
ranzoomen. Warum habe ich hier ein Symbol? Weg damit. Da sollen wir hin. Okay. Oh. Ein anderer Mensch in Keilwald. Das ist ja die reinste Schnitzeljagd hier. Irgendwo verändert sich wieder ein Dorf. Da müssen wir hoch, oder was? Mensch, wird es noch zu einer Plage werden, die den gesamten Wald übernimmt? Geh jetzt, sonst wird es Konsequenzen geben. Du kannst von Glück sagen, dass wir gute Laune haben. Weg von ihr. Nun gut, dann eben Konsequenzen. Was? Oh. Hey. Mal ganz gut, sich mit Tränken vertraut zu machen. Moment. Der da, ne? Boah. Alter! Kommt ihr mir nach? Das wäre super. Ich brauche was zum Essen. Boah, die haben halt richtig gut Rüstung an. Konzentrieren. Ich kann den aber auch nicht anfokussieren. Nochmal einer. Könnt ihr mich mal wenigstens nachfassen lassen? Warum muss jetzt der da auch noch auftauchen hier? Oh Mann, ist was? Nein, nicht schleichen! Ey, sag mal, was wollt denn ihr? Warum kommen da immer so viele dann gleich, weißt? Es reicht doch schon, wenn ich jetzt die zwei da bekämpfen muss. Der eine, der ist im Fokus. Das ist halt das Blöde, ne? Weil die dann zu dritt anfangen. Ich will aber eigentlich bloß den einen hier haben. Mir wäre es auch recht, wenn ich einen von euch noch erledigen kann. Oh Mann. Oh.
Mann. Ist was. Du, wenn ich sag, du sollst was essen, dann musst du das bitte auch tun. Wenn ich wenigstens einen davon noch wegkriege, ne? Dann wäre das schon gut. Man muss leider sehr viel rennen. Vielleicht kann ich auch noch mal was anderes. Ja, das da auf jeden Fall noch mal. Und dann tun wir mal... was essen wir? Spurtmixtur. Cool. Dann kann man die auf jeden Fall schön schnell umkreisen. Ich würde mir jetzt tatsächlich diese Fettfrucht... tun. Ist was? Also. So. Kann ich mich wenigstens um ihn noch kümmern. Aber komm mal da bitte ein bisschen raus aus deinem Versteck. Okay. Alter Schwede. Okay, also das ist schon heftig. Wenn man gegen drei antritt, hatte der andere nicht auch noch irgendwas da liegen? Da lag sonst nichts mehr. Nee. Okay. Schauen wir mal, dass wir da wieder hochkommen. Ich suche schon ewig nach dir, musst du wissen. Ilma, was machst du denn im Außengebiet? Es hat noch mehr Einstürze gegeben. Jetzt sind immer mehr Leute davon überzeugt, dass wir hier nach Antworten suchen sollten. Deswegen suche ich nach dir. Es ist immer noch gefährlich hier und die Spezies sind gar nicht glücklich darüber, dass ich in den Grüften herumstöbere. Grüften? Das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, ich habe einen Ort gefunden, wo wir leben können. Aber er ist ziemlich weit von hier entfernt. Ich muss noch etwas Arbeit investieren, bevor wir ihn öffnen können. Könntest du alle zu Hause auf den Aufbruch vorbereiten? Die Reise wird ziemlich hart werden, aber ich denke, wir sollten es tun. Ich weiß nicht, ob Gria und Maler überzeugen kann, aber ich werde es versuchen. Ach ja, bevor ich gehe. Ich konnte mir vom Dorf in der Nähe diese Schiffrolle hier beschaffen. Vielleicht weißt du ja, was man damit anfangen kann. Danke dir, Ilma. Was habe ich jetzt bekommen? Eine abkühlende Angelegenheit. Erreiche das Dorf Hohlsturz. Okay. Das Dorf Hohlsturz sollen wir erreichen. Na gut. Das werden wir dann im nächsten Part wohl machen. Würde ich sagen. Oh Mann, also der Kampf, der war jetzt halt wirklich gegen drei Füchse. Besser gesagt, es waren ja vier insgesamt. Also den einen habe ich ja zum Glück relativ schnell erledigt. Gegen vier wäre es nämlich gleichzeitig noch heftiger gewesen. Weil wenn die dann alle gleichzeitig mit einer Bombe schmeißen, ist nicht gerade angenehm. Naja, gut. Aber wir haben es ja geschafft. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und ein Abo wäre super, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.